Hat er nicht gedacht, dass ich nicht gemacht was er anlegt. Kein 15 Wochen. Ja. 5 Wochen? 15. Ja, sag mal, Juni. Wann hast du mit? Ja, Risa. Ist sie zu Elvis? Ja. Aber ich werde 2 Wochen. Nach Anastasia am 8. Ne? Ich weiß. Ich werde schon 2 Wochen vorher ganz viele Sachen machen und das von der Lehrling kommt. Kannst du nicht sprechen? Ich habe ja eigentlich geblitzen. Gib mir! So. Weiß ich gar nicht. Du hast jeden Tag geschürzt. Bis 24. Du musst jeden Tag geschürzt. Ja, ich habe keine Munition mehr. Ich habe nur eine Waffe. Das weiße Baden nur geholfen. Schürzt und weiße Baden. 6, 4. Normalerweise hätte ich ja geguckt, wenn ich am 6. sehen würde. Ich habe gesagt, das ist normal. Und dann habe ich gesagt, ja, geht nicht. Oder geht doch. Muss mal schauen, welche Angst ich habe. Ich glaube, dass das ein Arzt ist, den ich gebeten habe. Warte, ich mach so. Das ist besser. Das wird wahrscheinlich eh, dass ich, also damit die Chance halt höher steht. Oh, oh. Dass ich vorher schon bin. Und du hast da noch eins. Ja. Mach eins. Da, schau. Ja, aber ich habe keine Waffe. Ah. Ich will laufen! Oder nee, oder? Muss man halt schauen, wenn man nicht die Arzttermin hat, wenn es zu viel los ist, dann dürfte ich es normal probieren. Wenn jetzt nichts weitergeht, wenn jetzt da nur irgendwas ist, was nicht passt, dann ist es halt. Aber wenn ich keine Wehen kriege, bis ich am 5. sind, dann hole ich es einfach am 5. sind. Das geht mir auf die Nerven. Das ist meine größte Angst. Ich meine, wenn ich das Wehen kriege, von mir aus bin ich normal, aber dann wenigstens Wehen und ich weiß, dass es gut bereit ist. Ja, hast du den Wehen gehabt und schaust du nicht. Ja, von dir kann man nicht mehr. Fahren wir da eine. Sie haben ja Wehen. Und ich sage so, nein, ich habe keine Wehen, ich spüre nichts. Die Hebamme. Und so, oh ja. Dann holt sie den Arzt und dann fährt man der voll rein. Er sagt so, oh ja, die Gebärmutter zieht sich zusammen, sie haben Wehen, spüren sie das nicht. Und ich sage so, nein, ich spüre das nicht. Warum sollte ich es anlügen? Ich meine, dann hat sich immer angeschaut, ich hätte ja Wehen und warum merke ich das nicht? Und die hast du nichts empfunden? Ich weiß nicht, wo. Bei der Larissa hatte ich auch schon welche, die es mir vorbereitet haben aus dem Kaiserschnitt. Du siehst einmal in der Sache. Und sie sagt, oh, sie haben ja eh schon Wehen. Und ich sage so, aha, ich merke aber nichts. Und ich sage, mit den Wehen kann ich sicher keine Kinder kriegen. Und ich sage, na, das dauert noch viel zu lange, bis sie kommen. Hey, ich will das nicht. Oh ja, deine Freundin. Wer ist deine Freundin? Sag ich nicht. Ja, wieso? Da kannst du dann anschauen. Ich hab keine. Kommt beim Leon was gleich. Wie doch, du wirst gerne mit so einem Blasensprung. Das ist schlicht.